Hier ist immer wieder dieses eine Thema aufgekommen, AfD-Verbot. Also da waren meinen Kommentaren ziemlich wütend, dass immer, also waren einige Leute ziemlich wütend, dass immer mehr Politiker in letzter Zeit ein AfD-Verbot fordern oder dass da so ein Verfahren eröffnet werden soll, obwohl das ja nicht mal bei der NPD geklappt hat und das letzte Parteienverbot ja aus den 50er Jahren ist und so eine große Partei wie die AfD niemals verboten wurde. Was ist denn deine Haltung zu einem AfD-Verbot? Also meine persönliche Haltung kann ich jetzt dazu nur sagen, weil ich weiß, dass es im BSW nicht ganz einheitlich gesehen wird. Also ich habe heute was gelesen von Herrn Grumbach, der meinte, man sollte zumindest drüber nachdenken. Ich bin, ich sage es ganz ehrlich, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, weil ich nicht, weil ich denke, dass die AfD kein Problem ist. Ich finde schon, dass sie ein Problem ist. Ich erlebe sie ja auch im Abgeordnetenhaus und ich glaube, dass sich viele Leute Illusionen machen, ehrlich gesagt, darüber, was sie von der AfD zu erwarten haben. Ich halte von der AfD gar nichts, aber ich sage auch ganz klar, also wer nicht will, dass die Leute die AfD wählen, wer will, dass die Leute stattdessen einen selber wählen, der muss den Leuten einfach einen guten Grund dafür geben. Also ohne wird es nicht gehen. Ich finde das unglaublich, zum einen, dass man löst das Problem dadurch, dass man halt die Partei, die man jetzt nicht sehen möchte, dass man die einfach verbietet. Nein, man muss eben auf die Leute hören. Und die Leute wählen einen dann wieder, wenn sie das Gefühl haben, ja, das, was uns beschäftigt, was uns ärgert, was uns stört, das wird gehört und das wird aufgenommen und ernsthaft politisch bearbeitet. Und solange man dazu nicht bereit ist, braucht man auch nicht hier mit Verboten oder so. Das sind Ersatzhandlungen. Also, um es zusammenzufassen, nein, halte ich für keine gute Idee.